Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die ich sage und schreibe schon 2 Wochen am Arm habe, die Guinan Duograph Classic. Ich habe sie mir ganz spontan gekauft, weil sie auf 50 Stück limitiert war und wie ich erfahren habe, nur noch 2 Stück zu haben waren. Deswegen war das eine ganz spontane Entscheidung und diese Uhr ist echt der Knaller für mich. 2 Wochen am Arm habe ich schon lange keine Uhr mehr gehabt. In einigen Tagen kommt meine Uhr 1 Woche am Arm. Das hat sich mittlerweile fast überholt, weil, wie gesagt, sie ist 2 Wochen am Arm. Eine Uhr, die auf den ersten Blick wirklich unscheinbar erscheint, mich aber wirklich rundherum glücklich macht. Und das zeige ich euch in diesem Video. Die Guinan Duograph Classic ist eine unverkennbare Fliegeruhr mit den typischen Merkmalen guter Ablesbarkeit und hoher Kontrast zwischen Ziffernblatt und Zeigern. Das Gehäuse ist poliert und auf der Rückseite sieht man das Werk und den speziell verzierten Rotor, den ich aber im Laufe des Videos noch etwas genauer zeigen werde. Die Uhr hat einen Durchmesser von 40,6 mm, gemessen von der 8 zur 2, hat eine Gesamtbauhöhe von 15,2 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 48,4 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und die Lünette ist in beide Richtungen ohne Klicks drehbar. Die Uhr wiegt 85 Gramm ohne Band und wird angetrieben durch ein Silita SW 500. Das Saphirglas auf der Rückseite ist, soweit ich weiß, nicht entspiegelt, gibt aber den Blick frei auf den speziellen Rotor, der sowohl mit dem Guinan-Schriftzug versehen ist, als auch mit einer Limitierungsnummer, aber auch das zeige ich euch noch im Video. Aktuell am Arm meine Botta Uno 40. Die nehme ich jetzt mal ab, um die Guinan an den Arm tun zu können. Hier kann man übrigens sehr gut sehen, wie unterschiedlich 40 mm im Durchmesser wirken können. Links die Botta Uno mit 40 mm, rechts die Guinan Duograph mit 40,6 mm. An meinem Handgelenk, finde ich, hat die Guinan Duograph die perfekte Größe. Trägt sich unglaublich angenehm und das ist genauso die Größe, bei der ich mich richtig wohlfühle. Und bei der Größe und der Form stört auch die Höhe nicht. Das Band ist übrigens ein relativ stabiles Band, ein klein wenig kürzer als die Standardlänge. Passt bei mir hervorragend. Bei größeren Armen könnte es sein, dass das Band vielleicht ein klein wenig zu kurz ist. Jetzt habe ich mal kurz die Kameraeinstellung geändert und wir können uns die Uhr ein klein wenig aus der Nähe anschauen. Auf der Frontseite haben wir ebenfalls ein Saphirglas, zweimal entspiegelt, und die Uhr ist bis 20 Bar 200 Meter wasserdicht. Was mir super gut gefällt, ist die Symmetrie mit der horizontalen Achse Logo Datum und der vertikalen Achse mit den beiden Totalisatoren. Die Krone ist signiert und hat keinen Kronenschutz. Und das gefällt mir erstaunlicherweise unglaublich gut. Das unterstreicht so ein klein bisschen den Vintage-Retro-Charme der Uhr. Die Krone ist selbstverständlich verschraubt und lässt sich auch mit Handschuhen gut bedienen. Der Boden ist auch verschraubt und mit Frankfurt und Guinan und den üblichen Angaben versehen. Ja, was kann man sonst? Ja, die Drücker sind geschützt, klar, nicht verschraubt, aber geschützt, sodass auch hier ein unbeabsichtigtes Betätigen der Drücker zwar erfolgen kann, aber die Drücker können durch einen seitlichen Stoß nicht so leicht beschädigt werden. Und ein unbeabsichtigtes Betätigen ist auch unwahrscheinlich, denn der Druckpunkt ist schon sehr klar definiert. Hier sieht man den Rotor. Ich habe die Nummer 49 von 50, das heißt, diese Uhr ist auf 50 Stück limitiert und wurde in Zusammenarbeit mit der FAZ aufgelegt. Finde ich nicht unbedingt notwendig,
für mich die Limitierung, aber da sie nun einmal limitiert war, war das für mich der Trigger, die Uhr zu kaufen, bevor sie nicht mehr erhältlich sein würde. Die Uhr hat, und das sieht man im Video kaum und auch in Realität muss man genauer hinschauen, eine blaue Spitze der Stoppsekunde sowie die Perle auf der Lünette auf der 12 Uhr Position ist ebenfalls dunkelblau. Das sind die einzigen Farbakzente auf der Uhr, abgesehen von den gebläuten Schrauben und den goldenen Elementen auf der Rotorseite. Das Band ist das von Ginor standardmäßig ausgelieferte und passt sehr gut zur Uhr. Hier sieht man noch einmal die blaue Spitze der Stoppsekunde. Eine permanent laufende Sekunde gibt es bei dieser Uhr nicht, was nach meinem Dafürhalten sehr zur Beruhigung beiträgt und die Uhr wirklich zu einem sehr, sehr ruhigen und sehr ausgeglichenen Begleiter am Arm macht. Manche stört eventuell die angeschnittenen Zahlen auf dem Ziffernblatt. Bei der 11 sieht man es ganz deutlich, die 7 und die 5 sind nur ganz leicht angeschnitten. Ich hatte damit eine Zeit lang auch Probleme, ebenso wie mit den polierten Seiten, die kratzeranfälliger sind. Aber mit beidem habe ich mich mittlerweile sehr stark angefreundet. Die polierten Seiten, wie man hier sieht, machen die Uhr deutlich dressiger, als wenn es satiniert oder perlgestrahlt wäre. Und die angeschnittenen Ziffern, wie wir sie hier sehen, erlauben, dass die Totalisatoren doch deutlich größer sind und damit wirklich gut ablesbar, was für mich persönlich ein absoluter Vorteil ist, verglichen mit zu kleinen Totalisatoren, bei denen man die Ziffern und die Einteilungen nicht gut erkennen kann. Was ich ebenfalls sehr bemerkenswert fand, ich habe verschiedene Gehäuse der 40er-Serie von Ginor gesehen. Poliert wirkt dieses Gehäuse komplett anders als satiniert oder perlgestrahlt. Ich dachte zunächst, es wäre ein anderes Gehäuse. Es ist aber exakt das gleiche Gehäuse und das fand ich echt bemerkenswert. Ja, nochmal ein paar Nahaufnahmen zum Band. Es ist ein relativ dickes, stabiles Band. Die Ginor-Schließe ist poliert und auch mit dem Ginor-Schriftzug versehen. Insgesamt also ein Paket, was in meinen Augen wirklich sehr gut passt. Die Lünette dreht ohne Klicks in beide Richtungen und die Uhr ist absolut toll verarbeitet. Mit 1850 Euro ist sie etwas teurer als die übliche Preisspanne bei Ginor angesichts der Limitierung auf 50 Stück und der speziellen Zusammenarbeit mit der FAZ, halte ich diesen Preis aber für absolut gerechtfertigt. Ich würde euch die Uhr noch gerne bei Nacht zeigen. Dafür muss ich kurz die Kamera wechseln, muss die Videoleuchten ausmachen und hier haben wir die Uhr bei Nacht. Die Uhr leuchtet nicht nur hier im Video, sondern auch in der Realität wirklich hell und sehr lange. Ich kann sie auch nach Stunden ohne Licht vollkommen problemlos ablesen. Das mag ich wirklich sehr bei einer Uhr, weil das für mich die Alltagstauglichkeit signifikant erhöht und das ist bei dieser Uhr wirklich überdurchschnittlich gut gegeben. Gefällt mir richtig, richtig gut. Was ich an dieser Uhr auch mag, und das wollte ich euch auch noch zeigen und erwähnen, die Reo ist nicht steil, sondern etwas abgeschrägt. Das zeigen wir gleich nochmal. Hier sehen wir nochmal kurz den Rotor mit der Limitierung 49 von 50, dem Zeichen der FAZ und dem gold ausgelegten Ginor-Logo sowie dem verzierten Sellita SW500. Eine durchaus schöne Rückansicht, die mir persönlich ganz gut gefällt. Die polierte Flanke, der nicht geschützte Drücker und hier noch einmal die Reo, die ein klein bisschen abgeschrägt ist. Dadurch entsteht nicht ganz so der Topflook, die Topfansicht wie bei anderen
Uhren, wo die Reo sehr steil ist. Gefällt mir wirklich, wirklich gut und macht die Uhr optisch vom Ziffernblatt her ein kleines bisschen kleiner. Und insgesamt, nach meinem Geschmack, ist hier der Gesamteindruck ein kleines bisschen stimmiger als bei anderen Modellen ähnlicher Bauart. Ja, ich hoffe, euch hat die Uhr, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt. Es kommen noch viele andere interessante Uhren in naher Zukunft. Bleibt gesund, bleibt negativ und freut euch auf das, was noch kommt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.